Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Heute ist der 7. Dezember und nächstes Adventskalender-Türchen. Heute spielen wir eine Runde Battlelands Royale, ein Mobile Battle Royale Game. Was uns erwartet, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Bei diesem Video handelt es sich hier um ein Video aus meinem Adventskalender-Format, wo ihr jeden Tag einen Game Key gewinnen könnt, darunter auch Rocket League oder Lego Jurassic World. Und als Hauptpreis verlose ich unter allen Videos im Dezember Jurassic World Evolution Vollpreistitel. Und ja, was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr zum Spiel keine Infos mehr verpasst, unter dem Video einen netten Kommentar posten, der zum Video passt, und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr dabei und könnt eben jeden Tag einen Game Key gewinnen. Viel Erfolg euch allen! Ja, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Und ich habe das Spiel eben runtergeladen. Mir wurde es jetzt schon mehrfach im Google Play Store vorgeschlagen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Sieht aber erstmal so ein bisschen nachgemacht von Fortnite aus. Also allein schon, ja, hier unten, wenn ihr Battle Pass seht, die Zeichen und so weiter. Saison 3 ist schon am Start. Ich habe vorher noch kein Video zu dem Spiel gesehen. Ich weiß nicht, wie ich es steuern muss. Es kann also nur witzig werden. Und ich würde sagen, wir starten direkt eine Runde. Spielmodus ist Solo. Ja. Machen wir einfach mal so. Kann sein, dass ich jetzt absolut reinnoobe. Kampfbereit machen. Okay. Da würde ich jetzt theoretisch landen. Aber wir landen mal hier hinten beim Steinkreis. Ich keine Ahnung, was passiert. Doppelte XP aktiviert. Ich habe mir vorhin ein Video angesehen. Ja. Battle Royale Spiel. Viel mehr weiß ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, welche Grafik es ist, ob es wirklich von oben die Sicht ist. Okay. Heilung können wir jetzt erstmal nicht einsammeln. Okay, was ist das für eine Waffe? Haben wir auf jeden Fall eine Sniper am Start. Wo ist die? Ist das an? Da bin ich gestorben. Holy shit. Okay, ich kam noch nicht mit der Steuerung klar. Ich wusste auch nicht, dass man schön die Heilung darüber stehen bleiben muss. Okay, leider kein Kill gemacht. Nevermind, wir versuchen es direkt nochmal. Also Steuerung bis jetzt gewöhnungsbedürftig von oben und mit dem Doppelzielen. Ich finde sowas immer ein bisschen schwierig. Weil am Handy zielen, wenn man dabei gleichzeitig noch laufen soll, ist, da habe ich einfach meine Probleme mit. Aber bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus und es läuft auch flüssig. Das ist ja immer wichtig bei solchen Battle Royale Spielen am Handy, dass das Ganze flüssig läuft. Und ansonsten, ja gut, die Karte ist jetzt nicht ganz so groß. Wenn wir den Steinkreis mit der gesamten Map vergleichen, ist es eine relativ kleine Karte. Aber wir schauen mal, was so passiert. Vielleicht können wir ja wenigstens mal einen Kill machen. Das wäre so das Mindestziel für das Video. Sonst wird es ja richtig peinlich hier. Ich bin bereit, aber irgendwie auf Spieler warten. Worauf warten wir denn? Aha, 10 Sekunden, dann geht's los. Hoffe mal. Also eben den Kill hätten wir natürlich haben können. Da habe ich auf jeden Fall First Shot gehabt. Und die Sniper hat erstaunlich wenig Schaden gemacht für meine Begriffe. Wir holen uns erstmal das Schild hier und die AK, würde ich sagen. Okay, das ist ja viel Schild gewesen. Nicht. Beim Gelaufen relativ langsam, muss ich ja sagen. Auf jeden Fall, Weihnachtskarte ist am Start. Das heißt, sie haben auch schon Weihnachtsupdate rausgebracht. Davon ist einer. Ich weiß nicht, kommen wir so weit? Auch wenn es nur ein bisschen Heilung ist. Heilung ist wichtig. Okay, Zone kommt. Wir bekommen da auf jeden Fall ordentlich Schaden. Das habe ich, muss ich sagen, die Karte ist sehr, sehr klein. Da habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt, dass ich hier außerhalb der Zone bin. Auf jeden Fall schnelle Spiele.
habe keinen Schuss mehr gehabt. Oh mein Gott, nein, so ärgerlich. Er hatte doch nichts mehr. Zwölfter. Immerhin Zwölfter. Top 10 müssen wir auch noch schaffen. Match XP 2. Achso. Okay. Kein Gegner besiegt. Das war nicht gut. Nein, in diesem Spiel möchte ich natürlich nichts kaufen. Wir können jetzt hier auch verschiedene Sachen ausrüsten. Kleider können wir ausrüsten. Kampfflaggen können wir ausrüsten. Ja, es ist natürlich, also ich sag mal so für zwischendurch, es ist sicherlich ein nice Spiel. Aber für mich persönlich ist es nicht so cool, weil ich einfach mit Handy-Steuerung, Controller-Steuerung, ihr wisst, nicht ganz so gut klarkomme. Aber ich habe gedacht, komm, wir probieren das Spiel trotzdem mal. Es ist ein Battle Royale-Spiel. Und warum sollten wir das nicht probieren? Wir landen wieder da unten beim Steinkreis, versuchen unser Glück da nochmal. Also vom Spielen her ist es wirklich nice und es sieht auch einfach clean aus, ja. Da muss ich los. Da landen einfach mal drei Leute. Also von der Steuerung her, gerade hackt es ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Hey, wir haben einen Kill. Haben wir die Scar? Das ist aber nice. Neue Vorratslieferung am Start. Er läuft einfach weg, Mann. Ich hätte ihn haben können. Na, ich hätte ihn vielleicht nicht haben können. Ja, er heilt sich zwischendurch. Und ich hatte echt wenig Leben. Och, Mann. Aber wir haben einen Kill geschafft. Wir haben einen Kill geschafft. Beenden. Auf jeden Fall sehr, sehr kurze Matches. Was ich für ein Mobile Game schon mal von Vorteil finde. Denn ich finde, die. Ja, zum Beispiel die Matches von Fortnite sind für ein Mobile Game schon ein bisschen lang. Also das muss ich, das ist aber auch nur meine Meinung. Es gibt sicherlich Leute, die noch viel krasser am Handy zocken. So, da sind wir natürlich wieder. Musste kurz was rauscutten, hier war Werbung. Weiß nicht, wie sich das verhält und wir wollen natürlich keine Doppel-DP. Wie kam ich jetzt hier auch zurück? Okay. Ich finde die Rundendauer eigentlich für ein Mobile-Game schon genau richtig. Weil wenn ihr euch überlegt, 25 Minuten so krampfhaft die Finger da drauf drücken für ein Fortnite-Game oder ein PUBG-Game, wenn man da weit kommt, finde ich persönlich ein bisschen zu lange für ein Mobile-Game. Für PC sind die Runden sicherlich genau richtig. Aber, oh, wir landen woanders. Ey, wir haben einen Kill gemacht, da ist noch einer. Treff ihn einfach nicht. Und dann snackt der andere ab. Was ein dreckiger. Oh, das war dreckig von dem anderen, Leute. Das war dreckig. Okay, wir haben aber wieder einen Kill gemacht, das ist nicht so schlecht. Immerhin. Ja, Kill XP Bonus erforderlich. Ich brauche den Battle Pass dafür. Nein, ich werde mir hier keinen Battle Pass kaufen. Macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel? Habt ihr es schon mal gespielt? Wie gesagt, mir gefällt es ganz gut und würde sagen, eine Runde spielen wir jetzt noch. Und dann lassen wir so ein bisschen Fazit da gucken, vielleicht was die App noch kann. Macht sicherlich Laune, macht auch sicherlich Spaß mit mehr Leuten. Ich weiß nicht, ob man sich dann auch aufheben kann oder ob man instant down ist. Gehe ich aber erstmal davon aus, dass man sich reviven kann. Wie gesagt, sieht soweit clean aus. Steuerung ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber das, da bin ich auch kein Maß für, weil, wie gesagt, Controller, Handygames von der Steuerung, vom Aim her, da bin ich einfach nicht geübt drin und ich kenne nur Maus und Tastatur quasi. Aber es macht mir schon Spaß, muss ich sagen. Ist halt mal ein Spiel, ich sag mal, wo man mal ein schnelles Rundchen reinspringen kann, Runde spielen kann und dann ist es auch gut. Ja, das heißt, das muss man jetzt nicht so hart suchten wie einen. Und den haben wir doch. Okay, den haben wir nice. Der wusste da gar nicht, wie ihm geschieht. Ich glaube, der war relativ neu in dem Game. Wir haben 43 Schuss. Können wir auch Waffen wechseln? Ja, wir bleiben mal bei der SCAR, würde ich sagen. Airdrop kommt in 8 in diese Runde. Okay, 8 Sekunden in diese Richtung, sorry.
Reichsschrumpfung juckt uns erstmal nicht. Ich glaube, wir sind relativ nah dran. Airdrop, glaube ich, in diese Richtung. Also das hier mit dem Verstecken im Gras, wie beim Pokémon quasi, wo sich die Pokémon drin verstecken, finde ich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, man sieht, wird da drin auch nicht gesehen, wenn man still steht. Aber jetzt wollen wir mal einen Fight. Komm, einen Kill möchte ich doch noch machen. Oder zumindest mal Schutz finden. Oh, was ist das denn da? Holy shit, das ist was Goldenes. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das schaffen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, die schießt ja so langsam. Okay, das war ein Bait von ihm. Er hat gesagt, komm, die Goldene lassen wir da liegen. Die ist kacke. Wir aimen die Leute ab. So, wieder 12. Leider nicht die Top 10 geworden. Er hat die Doppelläufige gehabt. Weiter geht's. Ja. So, auf Flaggensammlung. Genau, man kann auch Flaggen da kaufen. Keine Ahnung. Ja. Tägliche Herausforderung haben wir noch. Ich finde das Spiel, wie gesagt, an für sich nice. Ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen sogar noch mehr von euch was, wie jetzt für mich, weil ich eben nicht so der versierte Aimer am Game, am Mobile Game, am Handy bin. Aber ich muss sagen, für so eine Runde zwischendurch ist das sicherlich ein genau richtiges Spiel, wenn man gerade mal, weiß ich nicht, im Zug sitzt oder so und sagt sich, ach komm, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. So eine Runde zwischendurch spielen, finde ich ein nices Game dafür, weil man muss sich nicht viel dahinter klemmen. Klar, die Map-Kenntnisse und so habe ich jetzt nicht. Aber so grob abschätzen können, welche Waffe man einsetzen, so, das sollte man relativ schnell drin haben. Von daher finde ich das Spiel eigentlich relativ gelungen. Finde es jetzt auch, es ist umsonst, von daher, ja. Also mir gefällt's. Weiß jetzt aber nicht, ob ich da noch eine Runde spielen werde. Vielleicht können wir auch im Stream eine Runde spielen oder so. Könnt ihr einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr das auch gerne mich wissen lassen. Dann können wir das durchaus nochmal spielen. Ich bedanke mich noch bei euch, dass ihr das Video zugesehen habt. Und mich würde es freuen, wenn ihr dann noch eine Bewertung da lasst und wenn ihr auch ein kostenloses Abo da lasst. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und viel Erfolg natürlich beim Giveaway und ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.